live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Hallihallo, Mikrofone, willkommen zu einer Runde auf einem Server, den ich euch heute mal ein bisschen vorstellen möchte, weil ich ja gerade so Factions und so weiter nicht so toll glücklich war, weil wir wieder geradet wurden. Ja, habe ich hier diesen neuen Server und wir haben da schon eine Insel, beziehungsweise Insel zeige ich euch gleich, und zwar ist das der Skybound Server und das Problem ist, dass er gerade voll ist. Also, oh, ich komme drauf, okay. Du musst einfach hier, wenn du mit auf diesen Server drauf schauen willst, auf First Planet gehen, auf den Glowstone, dann spawnst du hier in der Lobby und jetzt gehe ich einfach schon mal zur Insel hin. Ich werde mir später auch noch eine aufbauen, aber momentan bin ich mit XM Pengu bzw. Penguin auf dieser Insel und wir haben hier schon ein bisschen was Schönes gebaut, unter anderem auch einen Cobble-Generator, der aber immer wieder kaputt geht, warum auch immer, das ist nicht so ganz verständlich, aber egal. Also der Server, das ist praktisch so eine ziemlich abgewandelte Form von Factions. Es gibt auch eine PvP-World mit Kisten und sowas, wo man super coole Sachen rausbekommen kann. Und ansonsten ist es Skyblock, komplett Skyblock. Also man startet hier mit der Anfangskiste, einem Baum. Oh lol, was ist denn das? Okay. Und hier in... hier muss man halt so Cobble-Generator bauen und so weiter. Dann hier diese Plattform und Pengu hat hier auch schon mal eine Kaktusfarm gebaut, die ist relativ effizient. Wir wollen komplett unser Geld aus Kaktusfarmen beziehen, also ich werde irgendwann, wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, bis auf maximale Bauhöhe die Kaktusfarm hochziehen. Außerdem kann man mit Geld hier diese Border, die Weltborder erweitern und wir haben hier hinten auch schon ein sehr schönes kleines Haus, so ein Mittelalterhaus. Da werden wir unsere Kisten und unser ganzes Lager einbauen. Hier ist auch gerade Glowstone, wollte ich sagen. Zuckerrohr, das werde ich einfach mal abernten. Ich werde dann auch hier eine vollautomatische Zuckerrohrfarm bauen. Ich denke mal, das wird ganz effizient. Vielleicht können wir es diese Folge machen. Jetzt erstmal zu der Sache mit Pitforge. Denn, ja, es wurde sich sehr oft gewünscht, dass ich wieder auf Pitforge spielen soll. Das Problem ist, ich habe halt echt gerade überhaupt keinen Bock auf Pitforge. Auf Pitforge sind so viele asoziale Spieler und auch die Sache mit der Warzone ist halt, ich habe das jetzt so lange gespielt, das macht halt keinen Spaß mehr. Dieser Hype um Pitforge, finde ich, ist jetzt so, oder zumindest bei mir, ziemlich weg. Und wenn ich jetzt irgendwas spiele und das total langweilig ist, also ich meine, wenn ich das jetzt nicht so suchte, dann ist das natürlich auch nicht so toll, denn ich meine, dann würde ich alles, was ich bekomme, immer nur in Folgen bekommen. Und wenn ich eine Stunde irgendwie pro Woche spiele, dann erreicht man da jetzt auch nicht so viel. Und ich finde dieses Serverprinzip hier viel cooler. Ich werde aber trotzdem nochmal eine Umfrage dazu machen, wie das ist mit Factions, beziehungsweise hier. Das wird übrigens Skyblock sein oder sowas. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Projekt nenne. Vorschläge dazu auch in die Videobeschreibung. Aber auf jeden Fall werde ich ja jetzt hier mal eine Umfrage machen. Bitte jetzt abstimmen, was ihr besser findet, Pitforge oder das. Und ich werde nur wieder auf Pitforge spielen, wenn wirklich mehr als 80% oder mindestens 80% der Leute für Pitforge sind. Aber ich finde diesen Server eigentlich viel besser gemacht. Und, hier gibt's halt auch PvP, aber du musst halt auch so strategisch spielen. Und dieses Skyblock-Dings finde ich auch schon an Skyfactory 2 cool. Halt so mein momentanes Projekt. Und ja, ich finde das eigentlich richtig genial gemacht. Und, ich nehme mir einfach hier mal so ein paar Sachen raus, verkauft das und dann würde ich sagen, bauen wir schon mal unsere oder beziehungsweise eine automatische Zuckerrohrfarm auf. Ich habe auch schon Full Dia, aber ziemlich schlechtes Equipment und meine Spitzhacke auf Level 7. Die Level 7er Spitzhacke ist ganz gut. So, ja gut, ich denke mal, Pengu hat es neulich erst verkauft. Aber egal, mache ich mal slash spawn. Also hier, so ein paar Grundbefehle sind immer da und dann müsst ihr hier drüben diese Treppe hochgehen und dann könnt hier reinspringen und dann kommt ihr zum Shop. Und der Shop, den finde ich auch richtig geil gemacht. Man kann hier Rechtsklick machen und dann sagen, okay, ich möchte die verkaufen. Dann tut man alles hier rein, was man verkaufen will. Drückt auf den Emerald und bekommt das Geld. Hier im Chat seht ihr jetzt 570 Stars. Das ist hier, die Stars sind die Währung. Und es gibt ja auch so ein Level, wo man, so wie auf Pitforge, wo man so skillen kann und so weiter. Und unten halt XPs, was du mit den XPs machen kannst, das weiß ich noch nicht so genau. Ansonsten
Zuckerrohr? Wo kann ich die Zuckerrohr verkaufen? Eigentlich müsste das doch hier sein, oder? Okay. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Hä, wo kann ich den Zuckerrohr verkaufen? Nanu? Mache ich erstmal die Dias. Aber ernsthaft, wo kann ich Zuckerrohr verkaufen? Im Nether eher weniger. Wizard denke ich mal auch nicht. Ups, Auktionier. Was macht der so? Ach so, ja, das ist so das Aha. Hier sind irgendwelche Notes. Hier ist der Printer. Was ist das denn für ein Chest? Cool. Was auch immer das ist. Ja gut, wo kann ich jetzt das Zuckerrohr verkaufen? Oh, hier kann man Spawner kaufen. Das ist cool. Mob Drops. Vielleicht kann ich auch irgendwo Zucker verkaufen. Ich muss mal gucken. Aber ernsthaft, irgendwo muss man doch sowas verkaufen können. Ach ja, und was auch geil ist, du kannst dir hier Kisten craften. Und das finde ich mega genial. Kisten. Ich meine, sag schon, Trichter craften. Und die Trichter, ah, da. Und Trichter craften, das ist was, was ich schon Ewigkeiten unbedingt machen wollte, weil man mit vielen Trichtern halt so geniale Sachen machen kann. Wir sagen, okay, wir haben ja jetzt 70.000, das heißt, wir kaufen uns mal Pistons. Ja, 32 Stück. Ach komm, machen wir gleich mal einen Stack. Dann Redstone. Und, na, okay, Repeater müssen wir uns craften. Also noch ein bisschen was. Trichter, sollen wir uns Trichter kaufen? Ich meine, wir können sie uns ja auch craften. Ja, komm, lasse ich das erstmal so. Dann gehe ich wieder, das machen wir übrigens mit slash ESGO. Also ES steht für Island, nicht für Islamischer Staat. Naja, okay. Da, wo baue ich die jetzt am besten hin? Ja, genau, erstmal brauchen wir Cobblestone, was wir zu Cleanstone machen, damit wir Repeater bekommen. Hier ist Eisen. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr an Eisen. Oh, hier wären auch Kolben gewesen. Okay. Was verbrennen wir da jetzt am günstigsten? Ich gehe noch mal kurz zum Shop. Übrigens, was ich auch genial finde, es gibt keine Wartezeit zum Spawnen. Das finde ich richtig cool. Okay, dann hole ich mir nämlich ein bisschen Kohle oder vielleicht auch Cleanstone. Muss ich mal gucken, ob es hier irgendwie sowas wie Deko-Blöcke gibt. Oder ich guck mal hier. Nee, sieht nicht so gut aus. Ich überlege, ob ich mir. Oh, nee. So. Wizard auch eher weniger. Printer. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt hier nicht sowas wie die Glocke. Schade. Okay, schön bauen ist hier also eher weniger. Beziehungsweise muss man sich selbst machen. Aber dann gehe ich mir auf jeden Fall Kohle kaufen, dass ich die Steine durchbrennen kann. So. Lol, das war der falsche. Wo ist der Typ mit den Dias? Ach, da vorne. So. Kohle. Slash IS Go. Jetzt geht das Ganze auch schon mal. Hier, Cobblestone und ja gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Rein und rein und rein. Okay, jetzt habe ich hier noch jede Menge Kohle übrig. Tue ich einfach mal hier rein. Und dann beginnen wir gleich mit der Grundplattform davon. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich die aus Sandstein. Okay. Sandstein haben wir hier. Und keine Ahnung, baue ich die. Wo baue ich die hin?
baue ich die mal nach hier drüben irgendwo. Obwohl. Ich baue die hier so rein. Dazu brauche ich jetzt wieder Eisen. Dazu müsste ich mal den Cobble Generator zum Laufen kriegen. Oh. Okay. GG. Wassereimer. Was ist mit dem Cobble Generator los? Wie kann der immer kaputt gehen? Ist doch eigentlich unmöglich, sowas. Ein Cobble Generator zerstören, ja? Sowas muss man erstmal schaffen. Hä? Was ist mit diesem Generator falsch? Da muss jetzt der Cobble hin. Hä? Ich check halt überhaupt nicht, was an diesem Cobble Generator falsch ist. Aber sowas von überhaupt nicht. Okay, ich baue es. Aua. So, jetzt ist mal die Lava. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier irgendwas komisches. Ich weiß gerade nicht, was es generiert. Ist auch egal. So. Okay. Das funktioniert jetzt. So, das funktioniert auch. Und das hier funktioniert auch. Stimmt vielleicht irgendwas nicht mit der Glock? Hat die zu viele Ticks oder sowas? Mach es einfach mal so. Gut. Jetzt place ich da oben mal wieder die Lava. Andere Seite. So. Tja. Ah, jetzt geht's plötzlich wieder. Aber nur auf der einen Seite. GG, Redstone auf diesem Server vollkommen broken. Ich place es mal nach da unten. Hä? Was ist falsch mit diesem Teil? Da soll doch gar kein Dings entstehen. So. Ach komm, ich lass das jetzt sein. Das ist doch... Dieser bescheuerte Generator. Wie kann man einen Cobblestone-Generator zerstören? Das ist doch... Das ist halt auch... Das Redstone auf dem Server ist auch wieder ziemlich broken. Egal. Jetzt müsste hier drüben wieder ein bisschen was durchgeschmolzen sein. Genau, das heißt, ich kann mir schon die ersten Repeater machen. Und dann baue ich schon mal die Grundstruktur davon. Holz brauche ich. Als ob es uns an Holz fehlt. Ich nehme mal so eine Axt. Hier drüben haben wir zum Glück ein paar Bäume. Muss ich halt nur abholzen. Ist auch richtig unklug gebaut, so. Weil die ganzen Setzlinge halt einfach runterfallen. Also wenn dein Setzling runterfällt, musst du dir halt instant einen neuen kaufen. Pff, haben die Setzlinge jetzt Pech gehabt. So, jetzt. Redstone-Fackeln. Oh, ich habe sogar ein Setzling eingesammelt. Ja, ich nehme gleich alles. Gut. 16 Repeater, das reicht lange nicht aus, aber egal. Die Grundform, also hier kommen dann. Hier kommen nochmal Blöcke hin. Hier kommt dann vorne eine Truhe hin, also brauche ich wieder Holz. So. Doppelkiste hin. Okay.
Dann kommen hier hinten, da kommen dann die Trichter. Also hier auf diese Blöcke kommen dann die Trichter drauf. Obwohl, da muss ich eigentlich einen Wasserfluss hinbauen. Okay, mache ich das gleich mal. Ich glaube, ich baue was mit Glas. Das sieht ganz cool aus, glaube ich. Haben wir zum Glück genügend von. Woher auch immer. Okay, da hinten müssen dann die Trichter dran, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Hier kommt wieder Glas. Und dann kommt hier drauf dann gleich das Zuckerrohr. Also wenn hier Wasser ist, dann muss hier drauf die Erde. Also brauche ich jetzt Erde. Haben wir davon was in der Kiste? Bitte sag ja. Nein, verdammt. Okay, aber vielleicht hier drüben irgendwo. Oh, nice, da liegt ein Setzling. Ah, liegen sogar viele Setzlinge. Oh, ich bin ein Level aufgestiegen. Cool. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber ich glaube, das ist gut. Level 3. Ah, da haben wir Erde. Cool. Da ist auch noch mehr Erde. Ah, okay, nice. Okay, hier ist dann das Zuckerrohr. Oben drauf. Und dann kann man sich halt so nachts AFK hinstellen und bekommt ein bisschen was an Money dafür. Einfach nur, dass man seinen Computer laufen lässt. Hier noch was hin, da was hin, da was hin. Genau. Wasserfluss. Da ist er. Hier unten kommt ein Glastrichter hin. Genau, es passt perfekt. passt perfekt, das war natürlich so geplant. Und dann brauche ich Zuckerrohr. Ja, also die Farm, muss ich schon sagen, ist echt krass. Wie schnell man da jetzt was bekommt, das ist schon effizient. Vor allem, weil das so viele sind. Und jetzt muss ich dahinter gleich Pistons platzieren. Sicherheitshalber baue ich hier mal noch so ein bisschen die Plattform nach hinten, weil ich ja eh runterfallen werde. Und jetzt müssen da dran die Pistons. Ne, eine Reihe weiter hoch noch. Hier dran müssen die. Genau. So muss es dann aussehen. Diese Pistons muss ich dann nur noch automatisieren, also dass die automatisch hochgehen. Und dann haben wir so eine ganz mini kleine automatische Zuckerrohrfarm. Okay, das sollte es aber von dieser Folge gewesen sein. Wenn ich hier weiterspielen soll, dann ja, einfach abstimmen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.